Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft gestrandet. Wieder in unserem Haus befinden wir uns hier und es bricht gerade die Sonne herein. Ach, ist das schön, ein wundervoller Tag. Guckt euch doch mal an, wie die Sonne uns entgegenscheint und so kann der Tag doch gut beginnen. Ja, das mit der Hühnerfarm, das habe ich jetzt gecheckt. Es ist nämlich so, dass das nur in den älteren Minecraft-Versionen funktioniert hatte noch und in den neueren eben leider Gottes nicht mehr. Hatte ich jetzt die Eimer hier reingetan? Wo hatte ich denn die Eimer? Hier habe ich einen Eimer. Hatte ich nicht mehr? Na gut, nehmen wir halt mal einen Eimer mit und wir müssen ja, beziehungsweise das können wir auch mit Erde zustopfen. Ach, gehst du durch. So. Wir werden das Ganze abbauen. Ich werde ein ganz normales Hühnerfärmchen machen, wo wir halt ab und zu mal durchlaufen und Eier einsammeln. Man muss es ja nicht voll automatisiert machen, wenn es so nicht geht. Ich habe auch den Ratschlag bekommen gehabt, es zum Beispiel ja anders zu versuchen, die Hühner auswachsen zu lassen, denn ausgewachsene Hühner können schwimmen, aber kleine Hühner wohl nicht. Da drüben waren gerade Creeper, deswegen habe ich gerade so verwundert geschaut. Beziehungsweise ob wir es überhaupt so machen, finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Also reißen wir das Ganze am besten einmal ab hier. Die Blöcke bekommen wir ja Gott sei Dank wieder. Boah, wie das hier scheppert, wie das scheppert. Ja, aber das ist wieder dieses Soundpack von Spax, was ich hier drin habe. Oder Spax oder Spax? Wie spricht man das aus? Das Spax klingt mir irgendwie wie so spackig irgendwie. So. Machen auf jeden Fall alles kaputt. Und dann bauen wir hier eine kleine normale Hühnerfarm hin. Vielleicht in so einem, etwas eine Vertiefung, wo sie halt nicht so leicht rauskommen können, die Hühnchen. Und dann sollte das doch eigentlich passen, nehme ich an. Jetzt müssen wir das erst einmal abreißen. Ja, war umsonst die Arbeit, aber man hat gelernt. Ich bin halt auf einem alten Stand hier, was Minecraft angeht. Schepper, schepper, schepper. Und so hat sich's halt ergeben, dass wir jetzt das falsch gebaut haben. Aber was soll's? Es ist ja nichts für immer hier. Und jetzt reißen wir es halt ab und bauen es dann letzten Endes neu. Gut, das Wasser kann dann mal weg. Können wir hier einfach... Ja, ich baue das einfach mal zu, wisst ihr was? Wir haben ja hier die Erde. Guck, da können wir es schön abbauen. Dann wird es da nach vorne gespült. So, da natürlich auch. Mal gucken, ob das jetzt reicht hier. Ja, doch, das muss passen. Auch hier wegbauen die Erde wieder. Hätten wir zumindest hier schon mal das Wasser beseitigt. Und dann sollten wir uns nur unsere Erdblöcke da vorne abholen, die es jetzt hier wahrscheinlich vorgespült hat. Jawohl. Na, wenigstens das funktioniert hier. Dieser Spülvorgang. Na, wieso kann ich dich nicht einsammeln? Na, komisch. Egal. Gut, dann kommt jetzt auch noch das letzte Stückchen weg hier. Da müssen wir wieder einmal Wasser zumachen. Ach schade, ich dachte so eine schöne automatische Eifarm, wo man dann bloß an einer Stelle langlaufen muss. Na gut, so machen wir einen kleinen überfüllten Raum. Diese typische Boxenhaltung, die man von Hühnchen kennt. Und dann passt das. Wobei, dann ist es halt nicht so gequetscht, dann müssen sie sich die ganze Zeit schwimmen. Das ist ja dann sogar noch tierfreundlicher, so eine Box, wie wir vorhaben. Dann müssen wir die ganzen Schilder natürlich noch abbauen. Beziehungsweise, ich glaube, die bauen sich automatisch ab, wenn wir die Steinblöcke genau abbauen. Dann müssen wir nämlich nicht alles per Hand machen. So. Zack, zack, zack. Aber die Steine sammeln wir auch alle ein. Das sind ja schöne, wertvolle Bricks, woraus man sich mal was Nettes basteln kann. So, die da auch noch weg. Und hier, alles weg, alles weg. Oh, da ist ein Enderman. Jetzt ist er weg. Hat sich wegteleportiert, wollte nur mal kurz einen Besuch abstatten. Er weiß, was der da wiederum verwerkt hat. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. So. Gut. Dann hätten wir es gleich. Dann können wir uns so langsam ans Bauen einer neuen Hühnerfarm machen. Ach, da ist gerade ein Flieger am Fenster gekrabbelt. Deswegen habe ich gerade so geguckt, ja, was krabbelt denn da? Nicht, dass es irgendwie eine dicke, fette Spinne ist. So, jetzt bauen wir das Wasser zu. Und dann war es das hier mit Wasserfließerei. So, hätten wir wieder alles eingesammelt. Gut, ja, dann bauen wir doch, würde ich sagen, die Farm mal etwas anders. Bauen wir es so irgendwie,
Und ja, dass wir dann da reinrennen können, irgendwie so. Oder bauen wir so ein kleines Häuschen hier hin? Natürlich auch gut, aber die anderen haben ja auch kein Häuschen, die anderen Tiere. Warum sollten die Hühnchen dann eins bekommen? Ich bin mir noch nicht so schlüssig, was wir hier machen. Auf jeden Fall hier nochmal den Brick mitnehmen. Wow, wow, wow. Wow! Was? What the fuck? What the fuck? Geil. Habt ihr das Soundpack gehört? Der Creeper, wie der klingt. Herrlich. What the fuck? Bam. Ach ja. Ja gut, da hat es sich gelohnt, meinen Creeper zu hören. Zu begegnen jetzt, dass wir den auch mal mitbekommen haben, wie der in dem Soundpack klingt. What the fuck? Bam. Und weggeschüsselt hat alles. Ja, das ist auf jeden Fall ein Sound, den man noch besser hört, wie das Pss. Wobei man hat sich halt an das Pss gewohnt mittlerweile. Jetzt ist es halt what the fuck. Auf jeden Fall mal eine gute Abwechslung im Gegensatz zu den anderen Let's Plays, die wir so bisher gemacht haben. Es ist halt mal was Neues wieder. Immer mal was Neues in Minecraft reinbringen. Das versüßt den Alltag doch erheblich. So. Ja, ja, wir haben gerade Wochenende, wo ich hier aufnehme. Freitag ist der wievielte Februar? Ich glaube 14. Februar. Ich dachte hier, der tut die Blöcke automatisch nehmen, aber das war ja bloß im Mod wie Hexe zum Beispiel, wo dieses integriert ist. Ja, und es ist der Februar schon bald wieder rum. Das ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Es kam mir fast noch vor, wie als hätten wir gerade mal Silvester gehabt irgendwie und schon wieder ist die Zeit rum. Und es sind schon wieder 2 Monate ins Land gestrichen von 2014. Wird nicht mehr lange dauern, da haben wir 2015 und die Zeit rennt und die Zeit rennt. Ist irgendwo nicht mehr lustig, wie schnell das geht. Ich brauche mal noch viel mehr Holz, weil ich möchte mir neue Zäunchen basteln. Wir haben nämlich keine mehr. Dann basteln wir uns nämlich schöne Zäunchen für die Hühnchen. Ja, machen wir mal voll hier. So, so, schön aufbrauchen. Zack, 21 Zäune. Da geht noch ein bisschen was. Noch ein bisschen was geht. Ich weiß ja nicht, wie viele wir brauchen. Ungefähr 35 müsste aber eigentlich schon reichen. Ach, wisst ihr was? Wir brauchen mal hier noch ein paar auf. Was soll der Geiz eigentlich? So. Ja, und jetzt reicht es sowieso nicht mehr. Gut, haben wir 43. Das ist schon eine bessere Zahl. So, dann nehme ich nämlich auch gleich mal Eier mit. Zum einen brauchen wir Eier, zum anderen brauche ich nämlich noch was. Ich habe nämlich vergessen, die Zaunstür zu basteln. Da brauchen wir nämlich noch ein bisschen mehr Holz. Zack, 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 zack. So, die ganzen Schilder brauchen wir dann ja theoretisch nicht mehr. Die tue ich mal hier reinpacken. In die holzige Kiste. So. Dann hier extra Holz für uns. Da, da, da hätten wir das. Dann die Steine können wir mal aufräumen, theoretisch. Und hier runter am besten. Ah, hier haben wir auch noch ein bisschen was, was wir stacken können. So. Und jetzt gehen wir mal raus. Flupp. Raus zur Tür. Und jetzt bauen wir uns noch unser Hühnergehege. Das Hühnchengehege. So, da bin ich ja mal gespannt, ob das so weit funktioniert. Ja, das muss ja nicht allzu riesig sein. Am besten hier der Eingang, dass sich das genau schneidet. Und ich hoffe nur, die springen dann nicht raus oder sowas. Die Hühner sind ja immer ganz gerissen. Dann machen wir hier noch eins. Zack. So. Ja, ich denke, wir sollten hier auch Obacht geben. Wir haben noch Erde, jawohl. Da sonst die Hühnchen nämlich nicht rausspringen. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier noch eine Schicht Erde drauf. Nicht, dass die auf dumme Gedanken kommen. So. Und dann muss hier nur noch die Zaunstür dazwischen. Ach, jetzt habe ich vergessen, die zu craften. Darf ich nochmal reinrennen? Naja, was soll's.
Ich habe noch extra dran gedacht, ey Leute, ich baue noch eine Zaunstür, habe aber vergessen, die zu craften. Wo kommen wir denn hier hin? Also der Keller ist schon wieder mit Gedanken vollkommen woanders. So, also hier was rein und dann Stickies, ne? So war es doch. Und ich glaube, wir brauchen noch eins. Jawohl. So geht das. Gut, dann jetzt raus und die Zaunstür noch anbringen und die Eier reinschmeißen. Dann sollten wir auch endlich ein paar Hühnchen haben. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. So, jetzt kommen die Eier reingeklatscht. Ne, wie das klingt. So, oh, vier Hühner haben wir schon. Die letzten waren alles Treffer. Noch eins. Noch eins. So, und noch eins. Sehr schön. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hühner. Und das ist doch mal schick. Ja, mit euch können wir was anfangen. Ich hoffe, ihr macht fleißig Eier. Ja, die Kühe auch, ey. Die gehen einen auch auf den Nerv. Aber so ist das. Wir werden hier mal ein bisschen ernten. Wir können ja immer wieder was gebrauchen. Zack. So, und vielleicht sollten wir mal auch die Kühe füttern und sowas, die Schafe füttern, dass die sich auch immer schön vermehren. Die Kürbisse sollten wir auch mal wieder abernten. Die wachsen hier ja nicht umsonst. Wenn wir schon hier ab und zu mal herkommen, sollten wir auch die Kürbisse ernten. Hier fehlt schon wieder eins. Wieso fehlt denn da ständig eins? Baut da immer jemand was ab oder wie? Verstehe ich nicht. Kürbiskerne? Kürbiskerne. So, wir brauchen mal ein paar. Ich muss nämlich noch mal was sehen hier. Da zum Beispiel. Jetzt habe ich natürlich keine Hacke dabei. Das ist wieder ärgerlich. Da ist auch was weggegangen. Ja gut, da muss ich noch eine Hacke holen und ein bisschen Getreide natürlich auch noch. Damit wir die Viecher füttern können. So, 12 Getreide. Reicht natürlich nicht. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Bock, bock, bock. Jetzt sind wir hier drin die ganze Zeit rumgegackerei. So, aber erstmal machen wir hier die Kürbisse wieder ganz. Zack. So, und Samen. Da kommt einer rein. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das passiert, wenn da ab und zu mal ein Zombie runterfällt oder sowas, aber ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Durch was das passiert, dass da einfach mal alles fehlt, ab und zu. So. Gut. Dann hätten wir hier einige neue Samen. Einfach mal drüber rennen. So, zack. Und die müssen wir jetzt natürlich pflanzen erstmal. Damit das Feld auch wieder wächst. Hier fehlt auch was. Das gibt's da nicht. Ach, falsches Ding. Ich kann ja nicht das Weizen pflanzen. Das war bestimmt mal, weil irgendein Viech drauf geflogen ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und irgendwie leckt das bisschen, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist das auch nur Einbildung. Mysteriös. Ja. Nee, nee, das ist keine Einbildung. Das leckt schon. Ich frage mich nur, warum. Internetverbindung ist eigentlich gut. Es lädt gerade nichts hoch. Frames habe ich auch. 30. Ist eigentlich gut. Aber trotzdem jetzt 60, 30. Ja, es ruckelt manchmal ab und zu. Und ich kann nicht genau feststellen, weshalb. Naja, solange es aufnimmt, nimmt es auf. Ich muss halt ein Auge drauf haben. Nicht, dass dann irgendwann mal nicht mehr was geht. Ja, hier, guck mal, das sind so viele Kühe. Das ist übertrieben. Tudu, du hast zu viele Kühe. Eindeutig zu viele Kühe, Tudu. Da steht ein Pferd. Kann man hier auch rein? Ja. So, ein paar Eier eingesammelt. Schlachten uns mal durch hier. Ah. So, rein, rein mit euch. Ei, ei, ei. So, das eine Huhn hat es da auch rausgeleckt. Ah, das ist ein Lärm hier draußen. So. Ei, 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 nix wie weg hier. Das sind mir zu viele Tiere. Eieieiei, wie viele Eier haben wir denn jetzt eingesammelt? Wow! Massig Stacks hier. Das gibt's ja nicht, ne? Was? Wo?
Ach da, in der Hühnerfarm, das gibt's doch nicht. Wow, die Sounds sind ja auch brutal, ey. So, jetzt erstmal was essen hier. Nochmal. So, hätten wir das? So, ein paar Hühner rausgeschossen. Wir brauchen noch mehr. Da kommt schon der nächste Zombie. Das gibt's da nicht. Hau ab. Meine Fresse. Noch einen Zombie. Der hat sogar verzauberte Klamotten an. Hey. Hau ab, hau ab. Wow, da ist noch einer. Ja, 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 ja. Meine Güte, warum kommen denn hier so viele auf einmal? Mich nervt gerade das Playlist-Lied wieder. Das ist auch nicht viel besser. Ich muss echt mal neue Lieder machen. Kennt ihr übrigens eine gute Seite, wo man schöne Playlists herbekommt? Schöne. Ich sag's extra noch. Ey, wollt ihr doch keine Fackeln stellen? Nach. Puff, weg damit. So, kommt hier mal noch eine Fackel hin. Da mal noch eine Fackel hin. Na, schauen Sie das besser aus. So, jetzt brauchen wir Eier. Noch mehr Eier hier. Wir wollen ja noch mehr Hühnchen haben. So, wieder ein paar rausgekommen. So, und wieder ein paar.